Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier in der Zwergenruine in Beta Dams und suchen nach dem Priester Orchendor, den wir in Auftrag von Perigitte, dem freundlichen Detra-Fürsten, abmurksen sollen. Orchendor, irgendwie so ähnlich. Orchendor oder so ähnlich, oder Orchendor. Ich bin ein Norddeutsch, ich sag Orchendor. Tüte Orchendor, du hast recht. Orchendor, du hast anders, du bist nämlich aus dem da Süden. Da unten sind welche. So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Da unten sind Feinde, aber wir kommen hier, glaube ich, nicht weiter. Wir werden wohl wieder zurückgehen müssen. Wenn es hier keine Rampe oder sowas gibt. Und es sieht nicht danach aus. Nee, gleich falle ich runter. So. Das tut dann weh. Nee. Hier geht's nicht weiter. Oder? Nee. Hier geht's nicht weiter. Nee. Jo, dann. Definitiv nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Ja. Ach, giftig sieht das hier alles aus. Immer diese ekligen grünen Pfützen. Naja, wir gehen ja eigentlich immer erstmal den Weg entgegensetzt dem Questmarker. Wir wollen ja alles angucken. So ist es. Dann gehen wir wieder zurück in die Werkstatt. Genau. Da kommen wir ja her. So. Ging's hier noch irgendwo hin? Nee. Nee, richtig. Da hast du ja gefragt, ob hier noch was war. Dann gucken wir mal. Wir müssen hier lang und hier sind wir wohl gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da liegen noch die Zwergenspinnen, genau. Oh, aha. Da ist sie. Und der Pepe hat Verstörung übt und darin ist er nicht sehr gut, das kann ich gleich mal sagen. Braucht er einen Helfer? Gleich. Sucher. Und da muss er seinen wunderbaren Feuerball auflegen, aber versuch nicht den. Also nicht auf den. Du hast ihn getroffen. Der wird irgendwann richtig böse auf dich sein. Genug, genug! Ja, ist noch so einer. So auf jede Weise hat er auch Moll klein gekriegt. Schafft auch seinen Suchern noch abzumurksen. Na, dann nimm doch ein Schwert und bring den Typen um. Kannst du ihn erstmal nochmal verstricken? Och. Auch unser Sucher hat ihn geschafft. Ja. Guter Sucher. Und Pepe will ihn umbringen. Na, das ist nur aus doch, Liebe. Bist du mir böse? Nö. Ah, Gott sei Dank nicht. Der hat sie nämlich in. Okay. Du hast gesagt, ich darf sie nicht mehr angucken. Na gut. Ja, unser Sucher hat sich verabschiedet. Wo geht's denn hier hin? Die Gefallenen, die haben nichts dabei, nur ein bisschen Geld. Das bringt ja nichts. Was haben wir denn hier? Gift. Eine ziemlich dunkle Ecke. Und grün. Eine giftgrüne Flüssigkeit. Was verstecken die hier? Hier sieht der hässlich aus. Na, vielleicht wollen die auch noch dafür sorgen, dass andere befallen werden, damit sie mehr werden. Nichts, absolut nichts. Die Leute, die hier sind, sind nämlich befallen von einer Seuche. Ja. Vielleicht haben die jetzt die eigene Initiative ergriffen und wollen die Seuche selbst weiter verbreiten. Ihnen der liebe Detra Perigitte verpasst hat. Was er als Segen bezeichnet. Von dem muss man nicht gesegnet werden. Also oberer Bereich. Hm? Ja. Jemand hier? Ist jetzt nicht, wie es aussieht. Wo geht's denn hier weiter, bitte schön? Gar nicht. Gehen wir doch mal hier lang. Ja, hier ist eine Treppe.
da ist ein Feind. Oh, dem stimme ich. Es ist nicht nur einer, es sind drei mindestens. Ja. Aber pass auf, um den Sucher nicht wieder zu treffen. Das war voll daneben. Oh, da hast du voll den Sucher erwischt. Gegen die Mauer. Du bist ein begnadeter Zauberer. Ja, doch. In ein... Verdammt. Bist du weg da? Ist noch ich bring euch um, wenn ich... Nein, nein, nein. Ja, komm. Baby, du hast keine Magika mehr. Na, hast du den Sucher schon abgemurkst? Nee. Wo ist er denn? Ihr gewinnt. Hä? Ich gewinn? Nur wenn ich gewinn. Oh. Ist doch schon hin. Wie kam das denn? Ja, die Dinge, die Tentakel, haben die, sie aufgefressen. Es war noch ein Feind da. Da ist er, hast du gar nicht gesehen. Nö. Naja, dann könntest du ja vielleicht mal doch dein Schwert ausnahmsweise in die Hand. Ich werde euch mit Freuden töten. Genug, genug, ich ergebe mich. Das war schon alles? Nein, ich glaub's einfach nicht. Also wirklich. Naja, also ich bin ja gespannt, ob das auch irgendwas bringt, was du hier machst. Herr Pippi will nämlich mit Zerstörung höher kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass du dir einen Zauberstab ziehst. Ah. Der ging nicht so weit. Nein. Ach. Nee. So. Genug. Kriege euch. Nein, ich für mich. Nein, ich dich. Ich weiß nicht, wer sie gekriegt hat. Ist eigentlich auch egal. Aber spannend wird's auf die Art auch und Weise. Für dich wird's sehr spannend. Ich meine, das ist auch gar nicht so. Zwergenfall? Ja, der Zwergenfall, den brauchst du eigentlich nicht mehr zu. Nö. Da aber kommt der Nächste. Sag mal, wofür ist denn so ein Ding eigentlich gut, so ein komischer Feuerball? Normalerweise, um sie zu verbrennen, aber... Hat sich jetzt verabschiedet. Ist jetzt deine Chance gekommen. Oh nein. Aber wenn du auf den... wenn du auf einen Freund hier irgendwo deine Feuerbälle machst, dann bringt dir das nichts. Ja, der weiß jetzt nicht, wo er suchen soll. Wo geht's denn hier? Hier geht's wieder in den Wohnbereich. Wäre es richtig, ich habe keine Ahnung. Aber... Und das Ganze etwas unkoordiniert. Da gibt doch noch eine andere. Hey. Hallo, Sucher. Ah, da ist sie gekommen. Guck mal, die kommen nämlich aus den Türen. Die können durch Türen gehen, verstehst du? Ja. Ich wollte dir nur mal sagen. Die kam durch die Tür hier. Ganz offensichtlich, ja. Versteckt sich einfach hinter der Tür. Ist doch unfair. Ja. Na gut, wir gehen jetzt erstmal die Treppe hier hoch und gucken, was es da so gibt. Okay, tschüss. Erstmal gucken, müssen wir hier hoch? Ja, wir müssen auch hier hoch. Und im Wohnbereich waren wir ja. Im Wohnbereich waren wir schon? Aha. Ich glaube ja. Ja, können ja noch mal gucken gehen. Wo führt denn unser Quest-Dings hier hin eigentlich? Unser der führt hier hoch. Okay, na dann gehen wir da jetzt hin. Dann waren wir schon im Bund. Ich glaube ja. Außerdem können wir den einen oder anderen von den Befallenen auch ruhig am Leben lassen. Ist nicht so schlimm. Da hat doch einer die Waffe gezückt. Ja, natürlich. Da oben ist, glaube ich, einer. Aber da du nicht schießt im Augenblick. Kannst du ihn nicht elegant einfach killen. Ist doch nicht so schlimm, wenn du ab und zu mal mit deinen Nahkampfwaffen spielst. Was war das? Da bist du nämlich auch noch nicht sehr weit. Hier.
Ja, da unten kommt läuft jemand. Na und? Hey, warum ist denn so... Ja. Da geht die alleine dahin. Ich glaub, versteckt sie. Die versteckt sich? Nein. Die läuft weg. Doch. Oh gut. Genug, ich ergebe mich. Kümmer den aber nicht. Nein, wird dich leid. Ich mach vielleicht einen Schaden, ne? Ja, sag ich doch. Eine Chance. Aber sie brennt ein bisschen. Naja, sagen wir mal so. Pepe hat keine Chance, der Sucher schon, wenn Pepe ihn daneben nimmt. Oh, Zerstörung verbessert auf 95. Irgendjemand dich schießt und die trifft dich. Ah, der Sucher ist da unten, aufpassen. Ich ergebe mich. Der Sucher ist da unten, das ist ja ein kluges Kerlchen. Jo. Boah. Ich habe ihn ja unten auf die Treppe gemacht. Also, da war mal speichern. Ja, vor allen Dingen, dass ich endlich mal wieder einen Zerstörungslevel geschafft habe. Also, ihr seht schon, Pepe will unbedingt das ist auf 100 kommen. Das ist echt Arbeit. So viele Höhlen gibt es ja gar nicht mehr, dass du das nur schaffst. Wer weiß. Du kannst aber ein bisschen mit Freimann spielen, das wird Spaß. Oh nee, ich fürchte, die sind einfach zu haltbar. Ich glaube, mit den Fallmann müsste ich schon etwas härtere Geschütze auffahren. Was für ein hübsches Grün. Ja, alles so schön grün hier. Ja, aber der Sucher ist richtig gut. Ja, der ist nicht übel. Ja. Kannst du mal speichern, so, bevor du hier reingehst. So, ja. Jetzt geht's ins Untergeschoss. Du musst ja auch mal auf deinen Stab ein bisschen achten. Ja. Ich glaube, es ist ungefähr halb voll. Wollen wir gleich sehen. Hier ist niemand, keine Tür. Hier ist auch nichts Interessantes. Da hinten. Eine Tür erst einmal hier gucken. Ja, ich guck nur hier, ob hier vielleicht jemand ist. Hier ist eine Tür. Mhm. Oh, kann man das so aufmachen? Die war verschlossen. Dann machen wir mal Licht, damit wir sie besser sehen. Auch offen. Sind ja auch die dicken Schätze drin. Ja, ist egal. Ich hätte jetzt auch einen Meisterschatz haben können. Dann wäre der Schatz auch nicht größer gewesen. Das stimmt ziemlich allerdings. Sicher. Überall diese schön grünen Schüsseln. Ja. Ja, jetzt brauchst du aber wirklich den hier. Schwert. Nahkampf ist angesagt. Der war schon hin. Ja, jetzt muss ich wieder. Hattest du dem nicht mal auch was Gesetz auf eine Nummer gegeben, im Stab 7 oder so? Oder? Nee, also den Sucher habe ich auf der 7. Ah, alles klar. Aber Mira hole ich mir hier raus. Wenn ich nicht was anderes zwischendurch hole, dann komme ich ja auch gleich wieder hin und kann schnell wechseln. Aber ich habe lieber, behalte lieber das Schwert auf der 1. Dann kann ich im Notfall nämlich so ganz schnell aufs bewährte Schwert zurückgehen. Oh, wer ist so unten?
Also hier gibt es einen Hebel auf jeden Fall. Was immer der Hebel macht, ja. Ich weiß es nicht. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Eigentlich nicht. Naja, also... Ich glaube, da ist eher besser, was Treffen angeht. Was ist denn der Hebel da? Pass auf, jetzt nicht dein eigenes Feuergerät. Also man weiß, man kann gut verstehen, oh. Pepe, warum der jetzt kein Kampfmagier geworden ist, unser Freund. Der ist schon weg. Ja, er ist halb. Euer Ende ist nah. Ich muss mal gucken, ich brauche irgendwas, mit dem ich besser zielen kann. Zerstörung, da haben wir es. Ja, ne, der ist zu flächig, dieser. Ja, der Donnerkeil wäre. Ja, aber da kriege ich nicht viel heraus. Man kann es ja mal probieren. Gut, aber jetzt will ich an einer Stelle erstmal dein Schwert nehmen und unseren freundlichen Helfer entlassen. Da habe ich ein schönes Gewissen, wenn ich das angucke. Würde er schon runterlaufen, oh. Befallen. Ihr habt schon verloren. Wo ist denn der befallen? Lauter Pflanzen kann ich jetzt, oder Schlingdingern da haben, oder was auch immer es ist. Knochenlosen Gliedern von mir aus. Kann man ja gar nicht die Feinde sehen. Wie hieß der jetzt? Donnerkeil. Warum ist der nicht hier? Weil er nicht auf die Fabus gepackt ist, oder? Nee, hast du doch gemacht, oder nicht? Da ist er doch. Ja. So, da muss ja, er auf kommt vor die R. 6. Stimmt. Aber warum ist das denn? Dann probieren wir den mal aus. Sollte nicht sein, ja. Mal sehen, wie es geht. Irgendwo Wo ist seid hier ihr? Noch einer. Hier. Wo bist du? Ich weiß nicht. Ja, wo ist er denn? Warum hast du das Ding denn nicht benutzt? Ich wollte mal wissen, was mit passiert. Angst, ich habe sie wohl verscheucht. Auch das glaubst du doch wohl. Genau. Jetzt wisst du, was wir jetzt machen. Wir fühlen uns total verscheucht. Ich suche ihn. Der muss doch hier irgendwo sein. Was war das? Hallo, wo ist er? Ist der unsichtbar? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört. Ich war sicher, ach, ich lass hätte ihn etwas doch einfach gehört. In Ruhe und mach, was du willst. Jetzt ist er wieder da oben. Kümmere dich nicht um. Ich hab ihn. Aber der steht natürlich jetzt genau hinter der Säule. Ja, schon, Baby ist beratungsresistent. Ja. Total. Okay. Wir lassen ihn einfach hier rumstehen. Und gucken, warum hast was du da oben den Hebel nicht benutzt? Gibt. Ich wollte wissen, was der macht. Gehen wir nochmal hoch oder gehen wir jetzt hier weiter? Wir gehen nochmal hoch. Gut. Steht immer noch hier hinter der Säule. So, dann guckt man mal, was sich tut, wenn wir hier den Hebel benutzen. Sehr, der ist so leicht und locker zu die Abwechslung. Das habe ich mir nämlich gedacht. Aber du wolltest das ja nicht. Du wolltest Zerstörung üben, falsch. Deswegen musstest ja, du das, das hätte mir meine ganze Statistik versaut, schon ja. Klar. Genau. Jetzt weißt du immerhin, was du hättest machen können. Soll ich schon mal? Ja. Der steht immer noch hinter der Säule. Lass ihn ja stehen. Ja, ich lass ihn ja stehen. Ist ja gut.
Wehe, der haut mich in den Rücken. Ja, jetzt habe ich hier gewechselt. Jetzt muss ich natürlich wieder... Mirak. Okay. Und da wieder den Sucher, dann passt's wieder. Und speichern erstmal, bevor ich mich wieder verhedder. Dann können wir ja auch shiften. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, oder? Ich würde sagen, ja. Gucken wir mal. Ja, sind wir. Na gut, dann machen wir jetzt shiften. Sind wir. Das war jetzt also wirklich ein bisschen sehr... Nun ja. Durcheinander. Ja, aber... man muss üben. So ist es. Okay, bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann, tschüss.